So, grüß euch, servus. Heute zeige ich euch den Fahrradergometer der Firma Life Fitness. Der Daniel darf zwei Einstellungen erstmal vorab machen. Zum einen darf er hier beim Trittpolster unten, darf er eben ja, die Schlaufe ein bisschen einstellen für seine Fußgröße, sodass es eben angenehm um den Fuß rumliegt. Jawohl. Genau. Und zum einen schauen wir dann, wie groß, wie hoch der Sitz eingestellt werden muss. Dazu setzt sich der Daniel mal oben drauf. Genau. Wichtig wäre jetzt, wenn er eben noch mal einmal nach unten tritt, drückt man hier auf der Seite runter, dass er eben am untersten Punkt angenehm das Knie strecken kann und sich nicht zu weit strecken muss. Also das scheint sogar die richtige Größe bei ihm zu sein jetzt. Und dann, um das Gerät erstmal zu starten, muss er erstmal anfangen, überhaupt zu treten, weil eben dieses Gerät mit der Energie aus Daniels Beinen betrieben wird. Und dann haben wir hier eben verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Am Anfang würde es sich eben anbieten, einfach mal den Quickstart zu betätigen. Da kann man eben einfach nur das Ganze über Stufen manuell eben einstellen. Man kann hier einfach das Level nach oben stellen und dann wird das Ganze ein bisschen schwieriger. Dann gibt es noch zusätzlich andere Einstellungen, die man machen kann. Fettabbau, Cardio, Zufall, manuell, Zonentrainer, persönlichen Trainer und Hügel Plus. Die haben verschiedene Vorzüge, diese Programme. Und die kann man dann einfach mal mit uns besprechen und mit uns trainieren und dann eben die mal einstellen. Ja, das war eben der Fahrradergometer der Firma Life Fitness. Eigentlich ein Cardiogerät, das man eher benutzen kann, um eben ja, nicht so schwieriges Cardiotraining zu machen, aber halt eventuell länger. Unser gratis WLAN ist natürlich auch eine nette Geschichte. Dann kann man sich hier eben hinhocken und vielleicht mit iPad, iPhone oder sowas einen Film gucken und währenddessen ein bisschen strampeln. Also, das war eben der Fahrradergometer der Firma Life Fitness.